Sie haben viele große Geschichten im Sport gemacht und Erfahrung bei der Analyse großer Datenmengen. Die Kollegen sind sofort interessiert und bereit, bei meiner Recherche mitzumachen. Und sie haben ein Team von Datenspezialisten, das sich gleich an die Arbeit macht. Uns sticht sofort ins Auge, in der Datenbank stehen nicht nur die Blutwerte vieler russischer Athleten, sondern auch vieler Kenianer. Kenia, das Land der weltbesten Langstreckenläufer. Einige von ihnen sind auch gerade in London. Der weltberühmte London-Marathon. Die Kenianer dominieren, belegen die ersten vier Plätze. Mit Topzeiten wie jedes Jahr. Ich frage mich, warum sind sie alle so verdammt schnell? Und mache mich auf den Weg nach Kenia. Welcome aboard, ladies and gentlemen. This aircraft is headed to Eldoret International Airport. Eldoret im Westen Kenias. Im Hochland, 2100 Meter über dem Meeresspiegel. Ideale Bedingungen für das Training von Ausdauerathleten. Mein Fahrer bringt mich in ein kleines Dorf, anderthalb Autostunden von Eldoret entfernt. Ich habe erfahren, dass ein Marathonläufer, der von hier kommt, gestorben ist. Gerüchten zufolge hat er Epo genommen. Sein Grab liegt im Garten der Familie. Geoffrey Tano wurde gerade einmal 32 Jahre alt. Gestorben bei einem Marathon in Eldoret im Oktober 2013. Dort konnte man bis zu 3000 Dollar Preisgeld gewinnen. Für Menschen, die hier leben, wo es weder Strom noch fließend Wasser gibt, eine riesige Summe. Nach 40 Kilometern lag er noch in Führung, dann brach er zusammen. Geoffrey Tano hinterließ vier Kinder und seine Frau. Nach seinem Tod habe ich alle Hoffnung verloren. Es tut sehr weh, daran zurückzudenken. Ich denke immer, er wird doch wiederkommen. Aber jeden Tag, wenn ich sein Grab vor der Tür sehe, wird mir klar, er wird nie mehr in unser Leben zurückkehren. Nach seinem Tod habe ich keine Hoffnung mehr. Wir müssen sehr kämpfen. Ich selbst habe keinen richtigen Job. Ich arbeite auf einer Farm, so dass ich ein bisschen Geld verdiene, um das Schulgeld für meine Kinder und die von Geoffrey zu bezahlen. Geoffrey war wirklich unser Ernährer. Ich erinnere mich, sogar seinem Nachbarn hier hat er versprochen, wenn ich zurückkomme, dann werdet ihr sehr glücklich sein. Ich gehe zu dem Rennen, aber wenn ich zurückkomme, werde ich reicher sein als jemals zuvor. Geoffrey Tano hat nicht nur seine Familie ernährt. Er unterstützte die ganze Dorfgemeinschaft mit den Einkünften aus seinen Wettkämpfen. Die Ursache für seinen plötzlichen Tod ist bis heute ungeklärt. Ich mache mich auf Spurensuche. Welche Todesursache haben die Ärzte festgestellt? Es gelingt mir, den Autopsiebericht der kenianischen Polizei heranzukommen. Darin heißt es, Geoffrey Tano ist an den Folgen eines Blutpropfs gestorben. Ein Thrombus. Dieser führte zu einer Lungenembolie und zum schnellen Tod. Das schreibt der Pathologe Dr. Chumba. Es erinnert mich an Todesfälle junger Radfahrer in den 90er Jahren nach Epo-Spritzen. Gibt es das hier heute immer noch? Ich mache einen Termin bei Dr. Chumba. Dass Epo zu Verklumpungen des Bluts führen kann, ist bekannt. Von Dr. Chumba möchte ich wissen, ob er diesen Zusammenhang auch bei Geoffrey Tano sieht. Es ist sehr riskant. Bei einem Patienten, der so viel trainiert und ohnehin ein vergrößertes Herz hat, dann weiterhin Epo zu nehmen, das kann sehr riskant sein.
Ich nehme Kontakt zu Geoffrey Tarnos ehemaligen Teamgefährten auf und bekomme immer mehr Hinweise. Einer seiner damals engsten Trainingspartner kann sich gut erinnern. Da er heute auch noch professionell läuft, will er nicht erkannt werden. Er hat immer viel trainiert, aber nie gewonnen. Fast täglich hat er mir gesagt, wenn er an Dopingmittel rankommt, nimmt er sie. Er sprach von Tabletten und Injektionen. Ich habe mitbekommen, er spritzte sich die Mittel selbst. Ein paar Wochen lang schaute immer eine Frau beim Training vorbei. Jeder von uns wusste, sie verkauft die Mittel. 3 Tage vor dem Wettkampf verließen sie gemeinsam das Gelände. Nach unserem letzten gemeinsamen Training sagte er, ich muss das Rennen gewinnen, egal wie. Wenn nicht, werde ich sterben. Dass er beim Marathon auf einmal so unglaublich schnell lief, war nicht normal. Nachdem Geoffrey gestorben war, kam die Frau nie wieder. Das klingt eindeutig, aber es reicht mir noch nicht. Ich bin schon länger mit einigen anderen kenianischen Läufern in Kontakt. Sie wissen, dass ich in diesem Fall recherchiere, schicken mir eine geheime Aufnahme von einem Arzt, der, wie Sie sagen, Athleten mit Dopingmitteln versorge und der den Fall zu kennen scheint. Der Typ, der bei dem Marathon in Eldoret gestorben ist, der hatte seine Injektion zu früh bekommen. Die Blutwerte waren zu niedrig. Sie haben vergessen, ihm vorher genug Eisen zu geben. Da hat das Herz nicht mehr mitgespielt. Er ist kollabiert und gestorben. Er meint Geoffrey Tarnow. Alles spricht dafür, dass er durch EPO ums Leben kam. Hunderttausende versuchen in Kenia durch Laufen, sich und ihre Familien über Wasser zu halten. Nur die wenigsten schaffen es nach oben. Doping kann den Unterschied machen zwischen Armut und Wohlstand. Wie stark verbreitet ist Doping unter Kenias Läufern? Ich habe mich mit einem Insider verabredet, der sich in der Szene auskennt. Er will nicht erkannt werden, denn er hat als Trainer einen Athleten der Weltspitze betreut. Vor 3 Jahren, als ich erstmals über Doping in Kenia berichtet habe, erzählte er mir, dass das Ausmaß immer größer werde. Und jetzt? Es geht genauso weiter. Die Nachwuchsläufer bekommen mit, was die Besten machen. Und dann wollen die das auch. Die großen Fische ziehen die kleinen Fische nach sich. Das geht jetzt in Kenia schon 10 Jahre so. Aber jetzt kommt eben mehr davon raus. Die Läufer gehen zu den Ärzten, von denen sie glauben, dass sie die Topläufer dopen. Und der Doktor sieht seinen Vorteil. Der sagt dann, wenn du schneller werden willst, dann musst du das nehmen. Hast du Geld? Dann bitte. Hier. Ob das stimmt, will ich wissen. Und Ärzte finden, die dopen. Zur Tarnung gebe ich mich als Manager aus. Genug Bargeld habe ich dabei. Treffen mit einem europäischen Amateurläufer. Er kennt sich aus, weil er selbst regelmäßig EPO nimmt. Da ranzukommen sei hier ganz einfach, sagt er. Und er hat keine Scheu, es mir zu zeigen. Nur anonym will er bleiben. Dann nimmt er mich mit zu einem Arzt in Eldoret mitten in der Stadt. Ich drehe mit versteckter Kamera. Haben Sie viele Kunden, frage ich ihn. Ich arbeite mit vielen Athleten zusammen. Und was erreichen die Athleten so? Die bringen schon gute Leistungen. Dann verschwindet er im Nebenraum und kommt mit 2 Packungen zurück. Das eine ist EpoFit, ein bekanntes Dopingpräparat, das die Ausdauer fördert. Und das andere Sustanon, eines der wirksamsten Anabolika überhaupt. Es sorgt für enormen Kraftzuwachs. Der Sportler aus Europa entscheidet sich für EPO. Der Klassiker für Langstreckenläufer. Wollen Sie Ihre Athleten zu mir schicken? Ja. Kein Problem. Ich werde Ihre Sportler gut behandeln. Und was ist mit ihm hier? Braucht er mehr EPO? Sagen Sie mir mal seine Termine, wann die Wettkämpfe anstehen, damit er nicht am Ende bei einer Dopingkontrolle erwischt wird. Der Arzt nennt auch den Namen eines Olympiasiegers, den er behandelt haben will. Ob das stimmt, kann ich nicht überprüfen.
Wie viele Ärzte gibt es noch von dieser Sorte, frage ich mich. Auf dem Weg zu den kenianischen Läufern, mit denen ich seit Wochen in Kontakt bin. Doping, erzählen sie, sei für sie etwas ganz Normales. Und wenn ich ihre Identität schütze, könnten sie mich noch zu viel mehr Ärzten führen, die Dopingmittel verabreichen. Ich drehe wieder mit versteckter Kamera, sie mit ihren Mobiltelefonen. Die Sportler fragen nach Injektionen, vor allem mit EPO oder Testosteron. Aufnahmen an verschiedenen Orten entstanden innerhalb nur weniger Tage. Große Kühltruhen, etwa für die Kühlung von EPO-Vorräten gut geeignet. Auch hier deuten manche der Ärzte an, dass einige ihrer Kunden Top-Athleten seien. Ob das nur Angeberei ist oder die Wahrheit, kann ich nicht überprüfen. Während der Recherche in Kenia halten mich die Kollegen von der Sunday Times über ihre Rechercheergebnisse auf dem Laufenden. Sie haben die Datenbank mit Blutwerten inzwischen statistisch ausgewertet. Es sind tatsächlich viele auffällige Daten. Bei rund jedem siebten Athleten haben sie Werte gefunden, die bei 99% aller Sportler nicht natürlich zu erklären wären. In manchen Nationen ist fast die Hälfte der Athleten auffällig. Der Weltleichtathletikverband IAAF kommentiert das nicht im Detail. Man teilt nur mit: Wir bezweifeln die Basis und die Aussagekraft Ihrer statistischen Untersuchung, da Blutdoping nicht anhand eines einzelnen auffälligen Wertes festgestellt werden kann. Doping belegen kann man durch unsere Auswertung tatsächlich nicht. Aber es ist schon ein Hinweis darauf, wie weit verbreitet es ist. Die IAAF schreibt mir sogar, in der Vergangenheit zu ähnlichen Ergebnissen gekommen zu sein. Man habe darauf mit neuen Analyseinstrumenten reagiert. Bei den Kenianern gibt es kaum positive Dopingtests. Sie dominieren die Mittel- und Langstreckenwettbewerbe seit Jahren. Kenia gewinnt schon wieder. Mehr als die Hälfte aller Titel in diesen Disziplinen haben in den vergangenen 10 Jahren Kenianer gewonnen. Der Rest der Welt meist chancenlos. Auf dem Weg zum Weltrekord. Unfassbar. In der Marathon-Weltbestenliste kommen 230 Kenianer vor dem ersten Deutschen. Kenias Leichtathletikverband, einer der erfolgreichsten der Welt. Im ARD-Studio Nairobi treffen wir die Weltklasse-Marathonläuferin Rita Jepto. Als eine von wenigen wurde sie positiv getestet. Im vergangenen Jahr gewann sie noch den berühmten Boston-Marathon. 20, 43, and she's got it. Kurz darauf wurde sie bei einer Urinkontrolle des EPO-Dopings überführt. The fastest woman to ever run from Hopkinton to Boston. Heute ist sie gesperrt. Bis zu ihrer Sperre war sie 10 Jahre lang in der Weltspitze. Mich interessiert, wie intensiv sie in all den Jahren in Kenia getestet worden ist. Ich habe seit 2006 nicht einmal in Kenia Bluttests machen müssen. Nur Urin. Aber es gab in all der Zeit nicht einen einzigen Bluttest. Kein einziger Bluttest seit 2006 in Kenia. So wird es Dopern leicht gemacht. Wenn man wirkungsvoll dopen will, tut man dies in der Regel nicht beim Wettkampf, sondern davor, im Training. Wenn es da keine Bluttests gibt, ist es leichter, davonzukommen. Das könnte ein Grund sein, warum Spitzenathleten, sollten sie dopen, selten erwischt werden. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Mir werden Dokumente zugespielt. Dokumente, die man nicht oft in die Hand bekommt. Ein positiver Dopingtest. Er gehört zur kenianischen Marathonläuferin Viola Chelangat Kimeto vom 1. Dezember 2013. Beigefügt ein vertrauliches Schreiben der IAAF an die Führung des kenianischen Verbandes, einen Monat später.
Darin steht, die Marathonläuferin Viola Shelangat Kimeto war gedopt und muss unverzüglich suspendiert werden. Der Brief trägt die Unterschrift des damaligen Anti-Doping-Beauftragten der IAAF. Damit ist klar, Viola Shelangat Kimeto muss gesperrt werden und darf weltweit an keinem Wettkampf mehr teilnehmen. Aber nach 9 Monaten taucht sie plötzlich auf. Bei einem Marathon im kroatischen Zagreb im Oktober 2014. Obwohl der kenianische Verband weiß, dass sie positiv getestet wurde. Und seltsam? Es gibt ein offizielles Schreiben, das belegt, der kenianische Verband hat ihr für den Wettkampf eine offizielle Starterlaubnis erteilt. Unterschrieben von der Verbandsführung. Viola Shelangat Kimeto ganz links schafft es in Zagreb sogar aufs Podium, wird Dritte. Obwohl sie wegen Dopings nie hätte starten dürfen. Warum erteilte der kenianische Verband eine Startfreigabe? Er reagiert nicht auf meine Anfrage. Gesperrt wird Kimeto erst, als der unerlaubte Start Monate später der IAAF bekannt wird. Es gibt Gerüchte, dass Athleten in Kenia Startfreigaben kaufen können. Ich will mehr darüber wissen und höre mich um. Nach ein paar Tagen bekomme ich Kontakt zu 2 Athletenbetreuern. Sie kennen sich aus, haben oft mit dem Leichtathletikverband Athletics Kenya zu tun gehabt. Sie behaupten, ich habe mehrere Jahre lang mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Wenn es um Doping geht, testen sie junge, aufstrebende Athleten. Die Geld haben, werden nicht gesperrt. Die zahlen Schmiergeld. Etliche wurden mit Doping erwischt. Wenn du einen Manager hast und ein Test positiv ist, dann gehen die Ergebnisse erstmal zum Verband, zu Athletics Kenya. Und die rufen dich dann an. Wenn bei jemandem Doping nachgewiesen wird, läuft das so. Frauen wird gesagt, bei dir wurde dieser oder jener Stoff gefunden. Aber wenn du gefragt wirst, dann sag, es war nur eine Pille für die Familienplanung. Der Verbandspräsident spricht dann mit den Ärzten und die klären alles. Also behalten Sie einen Teil deines Preisgeldes ein. Wenn du zum Beispiel 20.000 Euro gewinnst, dann ziehen Sie 10.000 ab und niemand wird vom Doping erfahren. Überprüfen kann ich das nicht. Dass Sie die Wahrheit sagen, bestätigen mir beide aber schriftlich. Natürlich haben wir Athletics Kenya auch dazu um Stellungnahme gebeten. Keine Antwort. Unsere Zeugen belasten den Verband schwer. Und auch ihn. Den langjährigen Präsidenten Isaiah Kiplagat. Er ist nicht nur der mächtigste Sportfunktionär Kenias, auch im Weltleichtathletikverband ist er ein Schwergewicht. Er bewirbt sich gerade um die Vizepräsidentschaft in der IAAF. For the five presidency of the IAAF. Es ist sein Job, sauberen Sport zu gewährleisten. Aber in Kenia sagen viele, dass er selbst alles andere als sauber ist. Ein paar Tage später bekomme ich eine E-Mail von einem kenianischen Kollegen. Er habe Informationen, die belegten, dass die Führungsriege des Verbandes korrupt sei. Es habe mit Zahlungen des Sponsors Nike zu tun. Geld aus Ausrüsterverträgen, das Funktionäre in die eigene Tasche gesteckt hätten. Dank der Hinweise komme ich an Auszüge eines Kontos von Athletics Kenya. Darauf zu sehen, über Jahre sind hohe Beträge auf das Konto des Verbandes geflossen. Ganz offiziell, Hunderttausende. Immer vom Sponsor Nike. Aber was interessant ist, regelmäßig werden kurz darauf hohe Summen vom selben Konto abgehoben, in bar. Hier zum Beispiel 200.000 Dollar von einem gewissen David Okeo. Und dann 100.000 Dollar von einer Brenda. Und später wieder 100.000 Dollar, diesmal abgehoben von einem Joseph Kinyua.
So geht es über mehrere Jahre. Insgesamt kommen mindestens $700.000 zusammen, die in bar vom Verbandskonto abgehoben wurden. Und nicht von irgendwem. Es sind die Namen der Führungsriege des Verbandes. Joseph Kinua, der Schatzmeister. David Okeo, der Generalsekretär. Und Präsident Isaiah Kiplagat? Er steht nicht drauf. Aber seine Assistentin heißt Brenda. Ich habe Athletics Kenya gefragt, was es mit den Abhebungen auf sich hat. Wieder keine Antwort. Aber die Kriminalpolizei bestätigt mir, dass gegen die Funktionäre ermittelt wird. Athleten, die dopen. Ärzte, die Dopingmittel verabreichen. Funktionäre, die Doper nicht sperren. Eine Verbandsspitze, die sich zu bereichern scheint. Und das alles in einem bitterarmen Land. Rückflug nach Deutschland. Eine Frage lässt mich nicht los. Was ist mit den anderen Ländern? Doping ist ja nicht auf Russland und Kenia begrenzt. Und welche Rolle spielt der Weltleichtathletikverband? Tut die IAAF wirklich alles, um Doping zu verhindern? Zurück am Schreibtisch in Berlin gucke ich mir die Datenbank mit den Blutwerten noch einmal an. Rund jeder siebte Athlet hatte auffällige Werte, das weiß ich inzwischen. Aber ich will es genauer erfahren. Es wird klar, dass sich diese Werte auf Athleten aus unterschiedlichsten Disziplinen beziehen. Was ist, wenn ich mich auf die konzentriere, die hoch anfällig für Blutdoping sind? Die Ausdauerdisziplinen. Das Gehen und die Laufstrecken von 800 Meter bis Marathon. Und was, wenn ich die Analyse auf die Top-Athleten ausrichte? Würde das die Zahlen noch weiter in die Höhe treiben? Es ist ein sensibles Feld. Schließlich geht es bei den Besten um viel. Um Medaillen, Rekorde und Preisgelder. Ich bin extrem vorsichtig. Um die Persönlichkeitsrechte der Athleten zu wahren, entscheide ich mich, keine Namen zu nennen. Die Blutwerte sind brisant genug. Und ich beschließe, zwei renommierte Wissenschaftler ins Vertrauen zu ziehen. Hi, Seppelt speaking, German Television. Auffällige Werte zu erkennen, das ist ihre Spezialität. Sie stimmen zu, den großen Datensatz fachlich zu begutachten. Alles ist abgesprochen. Am nächsten Morgen schicke ich den Datensatz los. Nach Australien, wo beide leben. An der Ostküste Australiens. Die Experten gehören zu den führenden Wissenschaftlern weltweit auf dem Gebiet des Blutdopings, Robin Parisotto und Michael Ashenden. Unabhängig voneinander machen sie sich an die Analyse der geheimen Daten und können kaum glauben, was sie da vor sich haben. Die Werte in der Datenbank lassen aus meiner Sicht keinen Zweifel zu, dass die Ausdauerdisziplinen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen von Blutdoping durchsetzt waren. Es tut mir sehr leid für die sauberen Athleten, die um ihre Medaillen betrogen wurden. Denn es wäre praktisch unmöglich gewesen, gegen einige der Blutwerte anzukommen, die ich hier überprüft habe. Es ist einfach grotesk, wie extrem einige Werte waren. Es waren, kurz gesagt, die schlimmsten, die ich jemals gesehen habe. Ehrlich gesagt habe ich solche extremen Werte noch nie gesehen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder vereinzelt einen Athleten gegeben, der ähnliche Werte aufwies. Aber in dieser Datenbank ist es so geballt. Da gibt es so viele, deren Ergebnisse nicht nur einfach verdächtig waren, sondern durchweg extrem. Aber wie viele Athleten haben verdächtige Werte? Wie viele Medaillengewinner? Ich bleibe mit den Experten in Kontakt. Sie werten die Daten jetzt noch detaillierter aus. Mit Methoden, wie sie auch Experten in offiziellen Dopinganalysen nutzen. Das dauert. Wochen vergehen. Ich muss mich in Geduld üben. Dann eine erste Rückmeldung. In der Datenbank hatten nicht nur die Medaillengewinner extreme Blutwerte. Wenn es stimmt, dass es in den 90ern im Radsport eine Welle von Todesfällen durch EPO gab, dann befürchte ich, es könnte eine noch größere, versteckte Spur des Todes in der Leichtathletik geben.
Einige der Blutwerte waren so gefährlich, dass es aus meiner Sicht offensichtlich ist, dass EPO ohne medizinische Anleitung benutzt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein geschulter Betreuer das zugelassen hätte. Einige dieser Athleten haben riskiert, an der Blutverdickung zu sterben. Und auch die Verbreitung des Dopings ist erstaunlich. Die Experten haben sich die Medaillenvergaben bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in Ausdauerdisziplinen zwischen 2001 und 2012 angeschaut und festgestellt, etwa jede dritte Medaille wurde von Athleten gewonnen, bei denen mindestens ein Experte einen dopingverdächtigen Wert ermittelt hat. Jede sechste wurde von Athleten gewonnen, bei denen sich mindestens ein Experte sogar so gut wie sicher ist, dass er im Lauf der Karriere gedopt hat. Wenn die Werte in der Datenbank korrekt sind, dann wurden bei allen Weltmeisterschaften seit den Olympischen Spielen 2000 mindestens in einer der Ausdauerdisziplinen Medaillen von Athleten gewonnen, die im Laufe ihrer Karriere höchstwahrscheinlich Blutdoping betrieben haben. Das gilt für Männer und Frauen. Oft wurden sogar zwei der drei Medaillen von Athleten gewonnen, die im Laufe ihrer Karriere gedopt hatten. In einer der Disziplinen hatten sogar alle drei Athleten auf dem Podium nach meiner Einschätzung höchstwahrscheinlich irgendwann Dopingmittel genommen. Ich schaue mir an, wie viele der Medaillengewinner, bei denen unsere Experten verdächtige Werte entdeckt haben, des Dopings überführt worden sind und bin überrascht. Zwei Drittel von ihnen blieben unbehelligt. Laut offiziellen IAAF-Dokumenten wurde nur gegen ein Drittel ein Verfahren eröffnet oder schon eine Sperre ausgesprochen. Von allen Dopingtests in der Leichtathletik sind in der Regel rund 1% positiv. Interessant aber ist, der Anteil der von den Experten ermittelten hochverdächtigen Werte in der Datenbank liegt um ein Vielfaches höher. Es sieht also so aus, als sei in all den Jahren nur ein Bruchteil der dopenden Athleten erwischt worden. Die Ergebnisse sind da. Jemand hat sie gesammelt, jemand muss sie sich angeschaut haben. Aber jemand hat entschieden, bei vielen von ihnen nichts zu tun. Wer auch immer also innerhalb der IAAF und den einigen nationalen Verbänden für das Ergebnismanagement verantwortlich ist, hat offenbar keinen besonders guten Job gemacht. Die IAAF teilt mir mit, ohne genaue Kenntnis des Datensatzes könne man die Ergebnisse nicht kommentieren und weist jede Kritik am Ergebnismanagement zurück. Bis 2009 habe man verbotene Stoffe konkret nachweisen müssen. Nur aufgrund von Blutwerten sei es gar nicht möglich gewesen, Athleten zu überführen. Seit der Einführung des biologischen Passes 2009 könne man das zwar, aber dafür müsse man strenge Regeln einhalten. Jede andere Form der Analyse sei Spekulation. Spekulation der Experten oder fehlende Konsequenz des Verbandes? Die Experten haben gearbeitet wie bei offiziellen Dopinganalysen. Fast 150 Medaillen haben Athleten mit verdächtigen Werten gewonnen. Nur 4 sind wegen Dopings aberkannt worden. Ich frage mich, wie verbreitet Doping in den letzten Jahren insgesamt war und vergleiche die Werte aus der Leichtathletik in unserer Datenbank mit denen aus dem Radsport und bin auch hier überrascht. Diese Linie zeigt, wie viele verdächtige Blutwerte es laut einer Studie bis 2010 im Radsport gegeben hat. Wendet man dieselben Kriterien auf unsere Datenbank an, fällt auf, die Zahl der auffälligen Werte lag in einigen Jahren deutlich über denen im Radsport. Und während die dopingverdächtigen Blutwerte ab 2008 im Radsport zurückgingen, stiegen sie in der Leichtathletik sogar an. Einige extreme Werte in der Datenbank wurden in den Jahren nach Einführung des biologischen Blutpasses ermittelt, nach 2009. Für mich sieht es so aus, dass die Leichtathletik heute in der gleichen teuflischen Situation ist wie der Radsport vor 20 Jahren.
Um es einfach zu sagen, es ist alarmierend, wie verbreitet Doping in der Leichtathletik ist. Trotz vieler Kritik hat der Radsport im Vergleich gut auf die Herausforderungen durch Doping rund um die Jahrtausendwende reagiert. Das muss die Leichtathletik nun auch. In dieser Hinsicht liegt sie vermutlich 10 oder 15 Jahre hinter dem Radsport. Der Weltleichtathletikverband feiert gerne. Hier zum Beispiel bei einer Gala zur Ehrung von Topathleten im vergangenen Jahr. Und es gibt auch Grund dazu. Die Vermarktung läuft gut, gerade in Olympiajahren. Im Schnitt der vergangenen 4 Jahre hat der Verband rund 58 Millionen Dollar jährlich eingenommen. Für den Kampf gegen Doping hat er zuletzt rund 2,5 Millionen Dollar pro Jahr ausgegeben. Die IAAF hat in den vergangenen Jahren Millionen an weltweiten Übertragungsrechten verdient, Jahr für Jahr. Aber sie hat nur einen relativ armseligen Teil davon für den Kampf gegen Doping eingesetzt. Gemessen daran, dass sie eigentlich hätte sehen müssen, wie die schreckliche Wahrheit unter der Oberfläche aussah, ist es meiner Meinung nach eine schamlose Vernachlässigung ihrer elementaren Pflicht, ihren Sport zu überwachen und die sauberen Athleten zu schützen. Die IAAF sagt, sie stehe weltweit an der Spitze im Kampf gegen Doping. Für mich bleibt haften, Doping in der Leichtathletik scheint viel weiter verbreitet zu sein, als es die Offiziellen zugeben wollen. Athleten riskierten ihr Leben, mutmaßliche Doper haben in großem Stil Medaillen gewonnen und viele Betrüger kamen ungeschoren davon. In wenigen Wochen beginnen die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking. Es wird wieder spektakuläre Bilder geben. Dass man ihnen trauen kann, ist höchst fraglich. Sie plündern unsere Natur auf der Jagd nach dem schnellen Geld. Ihre Beute, heimische Tierarten wie Buchfink, Salamander und Star. Die Konsequenzen heißen, dass diese Population ausstirbt. Hochkriminell und hochlukrativ. Mit bestimmten Arten lässt sich mindestens genauso viel Geld machen wie zum Beispiel mit einem Stück Elfenbein oder mit irgendeinem seltenen Papagei. Die Tierdiebe, heute auf Tagesschau 24.